Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Cindy Krishan, die Gründerin von UniqueNordic.com, einem Online-Shop für Motivtapeten. Wir sprechen mit ihr über die Idee zur Gründung und die Herausforderungen auf dem Weg zur Unternehmerin. Cindy, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass du uns heute besuchst und mit einem ganz interessanten Thema, was wir noch nie hatten. Deswegen freue ich mich sehr auf das Interview mit dir. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Super. Cindy, du hast dich ja vor 4 Jahren entschieden, dich selbstständig zu machen mit einem ganz besonderen Business. Und zwar hast du einen Online-Shop für individualisierbare Motivtapeten gegründet. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Denn es ist ja nicht so wirklich alltäglich. Man trifft sich an jeder Ecke. Das stimmt. Das ist eigentlich so die Kombination aus meinen Leidenschaften. Für mich war früh klar, schon in der Schule, ich will Grafikdesign machen, ich will Sachen gestalten, ich will Sachen erschaffen, die wirklich schön sind. Und so diese zweite Leidenschaft von mir ist so dieses Interieur, Einrichtung, Stile erschaffen, wo man sich wohlfühlt. Und nach meiner Ausbildung habe ich halt nie den Job gefunden, der wirklich so meine Interieurleidenschaft auch kombiniert hat. Und ich bin halt so die, was es nicht gibt, mache ich selbst. Und habe dann gedacht, komm, ich bin jung, ich versuche es, ich ziehe es durch. Habe dann irgendwann angefangen, kleinere Projekte zu machen mit Freunden. Bei Freunden gesagt, komm, willst du eine Tapete? Ich mache dir eine. Und ja, habe dann irgendwie ganz klein angefangen. Und mittlerweile ist es schon zu einem richtig schönen kleinen Unternehmen geworden. Und freue mich da einfach riesig drüber, dass ich da jeden Tag wirklich mit Leidenschaft an dem arbeiten kann, was mir so richtig Spaß macht. Ja, großartig. Wenn man so generell an Motivtapeten denkt, fallen einem erstmal so Kinderzimmer ein, ja, weil man die ja auch super gestalten kann. Aber was gibt es denn noch alles bei dir im Shop zu entdecken? Also ich habe mich aktuell so für den Grundstock an Motiven für die Bereiche Blumentapeten entschieden, weil das wirklich so schöne florale Muster sind, die jetzt nicht so klein sind, sondern eher im großen Bereich, also wirklich so richtige Statement-Pieces zu schaffen. Die in den anderen Bereich, die ich auch sehr schön halt vom Interieur finde, sind so Marmor- und Steintapeten. Die habe ich auch mit aufgenommen. Und was dann natürlich auch wunderschön auch dazu passt, sind Naturmotive mit verschiedenen Gräsern, mit Abbildungen von Naturszenen und sowas. Ja, kann man sich bestimmt so ein klein wenig auch Natur und Weitblick in die Wohnung holen. Ja, genau. Gerade ist bestimmt schön, wenn man irgendwie in der Stadt wohnt, genau, oder so, sich eine Wand Natur richtig ins Haus zu holen. Jetzt hört sich das sehr vielseitig an. Ja, du sagst, du hast einige Blumen, Naturmotive, dann auch wieder so ein bisschen Marmor-Style. Wie holst du dir deine Energie, deine Inspiration? Ich weiß nicht, ob du auch mit den Trends gehst, also ob du von Jahr zu Jahr auch so ein bisschen wechselst. Aber was inspiriert dich da? Wie du schon sagst, ja, was so Trend ist, schaue ich mir natürlich gerne an, weil meine Passion ist auch immer zufälligerweise leider auch der Trend. Also ich habe schon so ein bisschen das Gespür dafür, was auch so kommt, was so demnächst kommt. Es ist aber auch teilweise, dass ich denke, dieses Motiv, wenn ich irgendwie was sehe, das finde ich geil, das will ich auch machen, das setze ich dann in meinem Stil um. Das ist immer so ein bisschen, ja, so das kleine Männchen in meinem Hinterkopf, was sich dann freut, jawohl, das finde ich gut, das setze ich dann um. Wenn ich jetzt an die Motivtapete an sich denke, ja, dann sieht das natürlich wunderschön aus. Ich kann mir auch richtig vorstellen, so florale Muster, wo dann natürlich bei den verschiedenen Bahnen auch die Blüten ineinander übergehen. Wenn ich mal daran denke, wie ich das an die Wand bringe, dann gruselt es mich schon ein bisschen, weil du musst ja so exakt arbeiten, denn du willst ja nicht irgendwie, dass das Blütenblatt hier anfängt und dann irgendwo versetzt weitergeht. Dafür hast du dir aber auch was ganz Besonderes einfallen lassen, um das zu erleichtern. Genau, also ich habe mir von Anfang an gedacht, da ich ja auch so ein Do-it-yourself-Mädchen bin, ich mache gerne alles selbst und ich will auch, dass die Kunden oder meine Kunden dieses Gefühl von, das habe ich selbst gemacht, bekommen. Deswegen habe ich auch bei der Produktion von meinen Tapeten darauf geachtet, dass die Bahnen wirklich schon vorgeschnitten sind auf die Höhe des Kunden, die er bestellt. Das heißt, der muss bei, das sind auch Fließtapeten, das heißt, es muss nur noch die Wand eingekleistert werden. Er kann die Bahnen so anbringen, nebeneinander diesen vorgeschnitten, nummeriert. Es ist wirklich easy. Es schreiben mir schon so viele Kunden, wir haben noch nie tapeziert. Das erste Mal hat super geklappt und die sind so glücklich. Und ich finde das so toll, dass ich dieses Gefühl den Kunden auch weitergeben kann. Ja, und Do-it-yourself ist ja immer noch und weiterhin ein sehr, sehr großer Trend. Und ich muss dir recht geben, wenn man auch was fertig kauft, ist es schön. Aber wenn du einfach Liebe und Herzblut und ein bisschen Schweiß da reinsteckst, dann hat es einfach auch eine ganz andere Wertigkeit. Das heißt, bei dir, kann ich das richtig verstehen, sind die Motivtapeten eine Maßanfertigung? Ist das richtig? Genau, richtig. Mhm. Der Kunde kann bei mir die Tapete auf Breite und auf Höhe bestellen.
Das ist mir besonders wichtig gewesen, da es ja viele Tapeten gibt, die ein Standardformat haben, aber keine Wand ist Standard. Jede Wand ist irgendwie anders und dann hat man es manchmal wirklich traurigerweise, dass dann genau an der Kante irgendwas abgeschnitten wird. Und das finde ich immer für das Motiv so schade. Deswegen habe ich mich halt für diesen Weg entschieden, wirklich die Wand personalisiert. Die wird dann auch auf diese Maße gestaltet. Das schaut sich jeder persönlich nochmal an, bevor es in den Druck geht, dass es wirklich optisch perfekt auf die Wand passt. Super. Sag mal, wäre ich auch flexibel, was das Motiv angeht, oder hast du da deine Kollektionen und aus denen wählt man? Natürlich, man kann aus der Kollektion wählen. Alle Motive sind auch anpassbar. Kunden können mir gerne jederzeit schreiben, ich finde das und das Motiv cool, aber da ist noch so ein kleiner Punkt, der würde mich stören. Setze ich dann liebend gerne um. Also mich schreiben auch oft Kunden, ich habe hier was bei Pinterest gesehen. Keine Ahnung, wo es herkommt. Und ich schaue dann, dass ich ihm seine Wünsche erfüllen kann, ihm eine personalisierte, wirklich eine einzigartige Tapete gestalte. Mache ich auch sehr oft und das ist auch immer wunderschön. Die Kunden freuen sich dann immer riesig drüber. Ja, das ist ja großartig. Dann habe ich noch eine Frage. Ich persönlich finde, also wenn ich etwas sehe, finde ich es toll, aber ich habe einfach nicht diese kreative Ader dafür. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine große Wand habe und ich bin der Meinung, na, da könnte ein bisschen was passieren, da könnte Motiv-Tapete gut aussehen, aber nehme ich die ganze Wand, was für ein Motiv nehme ich? Wenn ich dir Bilder schicke oder wenn wir irgendwie zoomen, berätst du mich dann auch und würdest mir sagen, Mensch, das würde ganz gut passen oder mach vielleicht lieber nur ein Drittel der Wand, dann wirkt das irgendwie größer. Ist das auch möglich? Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich immer riesig, wenn ich Kunden auch beraten kann. Es gibt dann über Zoom-Call, über E-Mail, über WhatsApp gar alle möglichen Möglichkeiten, dass sie mich kontaktieren. Ich freue mich dann immer, wenn sie mir irgendwie dann mitteilen, okay, der und der Stil habe ich. Oder gerade fürs Kinderzimmer, das und das finden meine Kinder schön. Ich habe ja mittlerweile natürlich auch viele Erfahrungswerte, die ich dann an den Kunden auch weitergeben kann. So, okay, das ist eine schöne Idee, aber ich würde es vielleicht anders umsetzen, weil aus den Gründen. Und dann fällt das den Kunden auch erstmal auf. Ja, stimmt. Ja, da haben wir gar nicht dran gedacht. Und ich finde das immer super, wenn ich die Kunden da noch beraten darf. Super. Cindy, ich finde, du hast eine ganz, ganz großartige Idee umgesetzt. Wie gesagt, ich habe es so noch nicht gesehen und ich kann mir vorstellen, dass es definitiv auch ein Trend wird, gerade um ja auch mal so kurzfristig was zu ändern. Ja, wenn man lange in der Wohnung lebt und dann sagt so, oh, irgendwie muss ich hier was machen, aber ich will nicht so viel verändern, dann hat man damit einfach mal einen neuen Look und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg damit. Vielen, vielen Dank. Gerne.